Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen den Verkehr optimiert, die Stadt umgebaut, hier vorne und hier schon mal ein kleines neues Shopping Center installiert mit einem ziemlich freshen Laden hier. Bio-Kaffee und Tee, nice. Bio-Bettzeug. Ja, alles für die Touris. Und jetzt würde ich ganz gerne, müssen wir mal gucken. Also Taxistände wären, glaube ich, auch nicht schlecht. Fällt mir gerade auf. Wie könnte man da einen machen? Wobei Taxi-Depot kann eigentlich sonst wohin, ne? Das kann hier hin. Die Wohnhäuser könnten da weg. Fällt mir gerade auf. So, Taxistände. So, machen wir den mal dahin. Dann hier am Fernsehsender. Hier können wir vielleicht noch einen hinmachen. Genauso wie hier. Hier neben den Transrapid. Ja, und hier beim Krankenhaus, glaube ich, geht auch noch einer klar. Gegenüber. So. Hier sind aktuell keine Taxis in der Warteschlange. Wie dieser komische Fleck da weg ist. ...25 Taxis im Einsatz. Okay. So far, so good. Oh, es braucht Wasser. Wieso braucht der Taxistand Wasser? Man weiß es nicht. Was sagt der Park aktuell? Macht miese. Yay. Aber wird schon. Hier ist nochmal ein International Train. Oh, hier ist auch einiges los. Da fährt einer durch. Da steigen wieder welche ein. Die wollen alle zum Vegas Bahnhof, ne? Das Problem ist, dass der Zug schon voll ist. Vielleicht sollten wir hier 4 Züge einsetzen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Kann ich das hier auch steuern? Ich kann hier gar keine Autos erlauben, das ergibt doch Sinn.
So, wenn ich jetzt sage, der Zug hat Vorfahrt und die Leute hier am Vorfahrt achten, fährt er dann durch oder juckt das den gar nicht? Mal gucken. Nee, er hält trotzdem. Okay. Na gut. It is how it is. Da ist eine Menge los. Ich glaube, wir könnten die Stadt mit ein paar Parks noch aufwerten, was dann wiederum die Bevölkerungsdichte verbessert. Hier einen botanischen Garten. Hier einen kleinen japanischen Garten. Hier ein kleiner Tropengarten. Sowas. Eine Hüpfburg. Hier mittendrin können wir mal so ein kleines. Also da kann man was hinmachen. Aber hier mittendrin könnten wir mal so eine kleine grüne Insel reinmachen. Kostet zwar 3 Gebäude, aber ist vielleicht ganz nett. So, das soll jetzt dafür sorgen, dass die Bodenrichtwerte steigen, was dafür sorgt, dass die Gebäude größer werden, was dafür sorgt, dass hier mehr Menschen auf gleicher Fläche leben können. Zumindest ist das der Plan. Die haben ja alle nicht so viele verschiedene Dinge. Holy, ist hier was los. Okay. Alles vollgeparkt. Verstehe, verstehe. Wie sieht's denn an den Superchargern aus? Wow. Ist das... Oh, ist tatsächlich... Das Model W. Das Model W. Und das Model K. Oh mein Gott. Es ist so belastend. Private elektrische Beförderung. Ein Rollstuhl. Okay. Model K, Model W. Model Z. Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Diese Anspielungen machen mich fertig. Aber letzten Endes hat jeder hier in der Stadt ein Elektroauto. Weil ich die verpflichtet habe. Aber dass alle... Warte, was war das? Model 5. Oh mein Gott. Aber dass alle vom gleichen Hersteller sind, war jetzt nicht unbedingt der Plan. Ich habe... der Edison Motor Group scheinbar hier ein dickes, fettes Monopol eingerichtet. Chillig. Die freuen sich. Das war nicht der Plan. Aber scheinbar sind das die einzigen, die E-Autos bauen. Also, shit happens. Okay, da fahren jetzt nicht so viele mit. Sad ein bisschen, aber okay. Aber die U-Bahn sollte einigermaßen besucht sein, oder? Ja, ja, doch, die U-Bahn geht gut ab. Das ist gut. Wenigstens etwas. Ja, hier sind so viele Freiflächen, aber ich möchte keine Häuser hinzimmern. Aber was ich machen kann, da hier sowieso alles irgendwie... also verkehrstechnisch unproblematisch ist, können wir hier in den äußeren Ring an die Hauptstraße auch Häuser bauen. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr, dass das in einem Verkehrskollaps endet, weil wir hier quasi keinen Verkehr haben. Was gut ist.
Warum auch immer hier jetzt keine Dinger sind, aber ich hinterfrage das ein andermal. Tun wir doch. Tun wir doch. Eine Menge Pickups. Der neue Buggy. Auch so eine nice Anspielung. Gartenkraft bei Gartenkraft. Klar, irgendjemand muss sich ja auch um das Gras kümmern, das sich hier zwischen den Förderbändern bildet, ne? Das ist natürlich. Ja. Witzig. Hier stehen fast nur Elektroautos auf dem Parkplatz. Und das bei. Ja gut, ich meine, das kann man halt nicht verbessern. Naja, okay, das ist schon legit, da zu arbeiten. Wenn es jetzt ein Kohlekraftwerk wäre, dann wäre es ein bisschen belastender. Aber das ist ja vom Spiel eh alles random, deshalb ist eigentlich egal. Aber, naja. Gut. Wie sieht's hier aus? Ja. Hier die Shoppingmeile. Nice, nice. Das Ökozentrum. Überall ist die Werbung. Da ist ein Supercharger. Das ist okay. Chillt. Wie groß soll die Kette werden? Bisschen Abwechslung wäre eigentlich nice. Ich habe das Gefühl, es gibt hier keine Abwechslung. Das ist sad. Ich meine, das geht sogar klar. Weil das könnte auch ein großes Ding sein, ne? Also manche Sachen sehen ein bisschen komisch aus. Naja. Okay, was ich jetzt noch machen wollte, ist, wir haben ja hier ein bisschen Strand. Ich meine, hier geht der Transrapid lang, da ist jetzt nicht so schön, aber hier könnte man doch zum Beispiel diese Anglerinsel unterbringen. Und ein schwimmendes Café. Und irgendwo war doch noch so ein Jetski-Ding. War es nicht auch irgendwo hier? Hat das dazu gehört? User-generated Content. Biodom. Okay, das sieht auch cool aus. Das können wir mal dahin machen, wo diese drei Ketten sind. Die gefallen mir nämlich nicht. Da ist jetzt ein fetter Biodom. In dem Pflanzen, Insekten und Vögel gerettet werden, was eigentlich ganz gut passt zum Setting. Kein Wasser am Meer ist natürlich auch immer interessant. Großer Wasserturm. Einfach nur für die Optik könnte man den mal irgendwo hinzimmern. Okay, sieht jetzt ein bisschen weird aus, aber hat auch was. Ja. Okay.
Das Gebäude auf Fußgängerstraßen. Oh, das sind Fußgängerstraßen. Das war jetzt nicht ganz der Plan. Electricity. Das kriegen wir irgendwie schöner hin. Indem wir hier noch einen kleinen Park oder so hinbauen. Das Gebäude muss neben der Straße platzieren. Was ist denn das? Wollen die mich verarschen? Hä, ist das keine Straße oder wie? Hä? Weird. Wenn ich hier mal die Bäume wegmache, kann ich dann hier so... Ich kann hier gar nichts hin platzieren. Okay, die Straße ist krass verbuggt, weil ich die versehentlich als Fußgängerzone gebaut habe. Chillig. Gut, dann bauen wir die halt nochmal neu. So. Und jetzt kann ich hier wahrscheinlich... Bro, das ist eine Straße? Oh. Okay. Ich glaube, ich sehe das Problem. Ich kann, wenn ich diese Dinger da ausschalte, auch sonst nichts dahin bauen. Okay, da kann man dann was so machen. Großer Spielplatz. Hundepark. Und ein kleiner Park. Hier vielleicht noch. Okay, das sollte reichen, genau, hier alles mit Strom zu versorgen. Sehr schön. Boah, die Monumente. Da muss ich mich jetzt auch langsam mal drum kümmern. Zentrum für internationalen Handel. Die Countdown-Uhr. Boah, ist zu groß. Nee, das gefällt mir nicht. Das Chirp-X-Startgelände. Musikclub. Oh. Ich habe da einen sehr guten Platz für. No. Partymeile. Läuft. So, und außerdem würde ich jetzt ganz gerne noch hier einen Fußgängerweg hinbauen. Und hier, soweit es geht, auch.
So, dann kann man hier langlaufen und dann hier auf den Fußgängerweg und dann kommt man da auch zu Fuß hin. Ja. Das ist gut. Touren. Ja, eine Ballontour. Sightseeing-Busse. Weiß ich nicht. Ich würde lieber jetzt nochmal gucken mit den Jetskis. Wo war denn das? Das gibt's irgendwie nicht mehr, ne? Ja gut, dann machen wir hier so Ballonflüge. Dingend. Gegenüber vom Sender. Vielleicht auch noch einen Parkplatz hier irgendwie. Da so unterbringen. Ja. Kann man hier zu Fuß dann runterlaufen. Aber hier unten kann man ja sehr schlecht parken. So, was haben wir denn noch? Das ist das ganze Touriz. Ah, hier ist das alles. Angelsteg, Angeltouren, Jetski-Verleih. Da sehe ich mich. Aber da sehe ich mich aber tatsächlich eher hier so ein bisschen entfernt. Ein Yachthafen. Yep. Da sehe ich mich auch. Ein Restaurantpier. Der passt gut hier hin. Würde ich mal behaupten. Gut, ist ein bisschen schief. Aber ja. Oder wartet mal. Was ist, wenn wir hier einen Pier bauen? Weil das scheint ja alles auch so Zeug zu sein, was man an einem Pier macht. Ein Beachvolleyballplatz. Oh ja. Boom. Okay, dann. Boom. Ja, okay, das sieht doof aus. Boom. Wow, alles Beton, außer hier ein bisschen Sand. Ja, wir können halt da nichts hinmachen, weil sonst müssen wir hier wieder große Fußgängerzone aufziehen. Was fährt er denn hier durch? So unnötig. Ein Pier. Habe ich jemals ein Pier gebaut? Ich weiß es nicht. Also wird wohl Zeit. Felsen, Wasserstrukturen, eine Hochwassermauer, ein Kai, ein Stadtkai. Riesige Dämme. Okay, ich nehme mal einen Stadtkai. Passt das Land dahinter entsprechend an. Das heißt, ich kann den ruhig direkt hier ans Wasser setzen. Oh. Ja. Kann man das hier dann an so einem Kai dran machen? Scheint erstmal so, oder? Ich reiß die beiden nochmal ab.
und auch hier dann irgendwie ins Landesinnere verschwinden lassen. Okay, wenn ich jetzt sage Angelsteg, okay, dafür brauche ich wahrscheinlich einen normalen Keil. Und jetzt sag ich, hier ist nix. Dann kann ich hier einen Angelsteg hinbauen. Verstehe. Schwimmendes Café. Das ist eine coole Sache. So, dann kann man hier hingehen. Anglerinsel. Und dann gehen wir wieder war das jetzt? Andere Parks? Nee, Tourismus. Angeltouren. Ich mach mal hier einen zweiten hier weg. Jetski-Verleih. Neben dem Yachthafen. Restaurant am Pier. Ja, damit haben wir das ganze Wasserzeug abgehakt. Ich muss aber scheinbar trotzdem, okay, hier irgendwie eine Straße hinkriegen. Aber da könnte man doch in der Theorie einfach so einen Feldweg lang ziehen, oder? Achso, ja, jetzt muss ich wieder. Kann ich das hier in so einem fetten Felsen enden lassen? Ich denke ja.
Oder machen wir was so. Na, die sehen nicht so schön aus. Das sind alles so Findlinge, ne? Ich mach das mal alles für die Touris hier so ein bisschen hin. Doch, die Ecke sieht eigentlich gar nicht so übel aus. So, Anarchiemodus mal wieder aus. Und das Touri-Gebiet, ich weiß halt nicht, ob das irgendeinen Mehrwert hat, das Touri-Gebiet jetzt hierhin zu erweitern. Ich mach's einfach mal. Ah, okay, jetzt werden die Häuser hier gegen Dinger ersetzt, aber das ist in Ordnung. Ah ja, genau. Und was ich noch machen wollte, ist hier so ab und zu mal so ein kleiner Parkplatz. Falls man doch irgendwie im Auto dahin fahren will. Da ist das schwimmende Café. Das ist cool. Anglerinsel. Restaurant Pier. Hier ist der Yachthafen. Geht ganz schön tief runter. Und hier ist der Jetski-Verleih. Das geht auch sehr tief runter. Aber hinterfragen wir das einfach mal nicht. Was ist er denn? Oh mein Gott. Das ist witzig, das Teil. Okay. Also ich denke, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte hier, oder? Geworden. Vielleicht kann man hier nochmal ein bisschen dem Geländetool. Uah. Ein bisschen haben wir es angepasst. Bei der Straße geht natürlich da nichts mehr. Ich dachte, man kann vielleicht auf dem Kai irgendwie laufen. So, dass man das nicht abkoppeln muss, aber so ist es offenbar nicht. Was aber in Ordnung ist. Ja, Strom wird noch eng. Genau, da wird es mal Zeit für einen ordentlichen Offshore-Windpark. So. Wenn ich das in diesen Schaltkreis reinmache, dann verbindet sich das nicht, ne? Ich muss die näher zusammen machen, damit die sich verbinden. Ich kann ja die kann ich da nicht hinmachen. Ne. Ich
Okay, die produzieren scheinbar unmenschliche Mengen an Energie. Ist vielleicht dezent unrealistisch, aber... die beiden hier wegmachen. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen unrealistisch, aber was willst du machen? Jedes von den Dingern macht 20 Megawatt und kostet 200 die Woche. Holy shit. Das ist ein sehr, sehr teurer Windpark. Aber... er produziert richtig viel Energie, weil offshore. Nice. Wenn man mal guckt, was einer hier auf dem Berg macht, ist 8 Megawatt, ne? Ich glaube, hier hinten auf dem Berg haben wir auch noch welche, aber ich glaube, die haben auch 8 Megawatt, ja. Ja, ja. Wobei, gab es nicht auch ein Fusionskraftwerk, was wir für die Zukunft dann bauen können? Ultimative Recyclingfabrik ist ein Monument, das sämtlichen Abfall ihrer Stadt zu Elektrizität, Gütern und Rohmaterial verarbeitet. Oh mein Gott, das ist geil. Burg von Lord Chirpwick. Ist natürlich für Touris nice. Hadron Collider. Die, boah, der Hadron Collider versorgt alle Bürger mit Bildung. Alle Bürger mit Medizin. Eden Project. Reduziert Verschmutzung, Land, Wasser und Luft. Boah, Weltraumlift für das Touri-Gebiet und Kernfusionskraftwerk. Yep, 16.000 Megawatt. Großes Einkaufszentrum. Ich möchte gerne das große Einkaufszentrum bauen. Wo ist das große Einkaufszentrum? Wissenschaftszentrum? Turm der hohen Zinsen? Ihr Darlehen darf nicht größer sein als 2000. Okay. Opernhaus, Observatorium, Großbibliothek, Geschäftspark, Meeresfestung. Okay, das ist auch was für Touris, aber nicht jetzt. Großes Einkaufszentrum hier. Das bietet sich doch hier eigentlich ganz gut an. Direkt an den Touri-Knoten. Boom. Nice. Noch mehr Touris. Monumente. Bauen Sie ein Opernhaus. Ich verstehe. Der will mich jetzt hier durch alle möglichen Anforderungen durchbringen. Aber Opernhaus geht auch klar. Das können wir hier zur Seeseite machen. Ein Stadion. Expo Center, Aquarium, Zirkangarten. Nee, ist das dann schon höchste Stufe? Ja. Ein Stadion. Puh. Das braucht eigentlich seinen ganz individuellen Platz. Und zwar würde ich das einfach dahin bauen.
Direkt ans Wasser auch. Keine Ahnung, ob da irgendjemand hinfährt. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist in Ordnung. Okay, Abwasserklärung wird noch ein Problem, sehe ich. Man ist eigentlich ganz gut angebunden hier, auch mit Strom und Wasser. Geht niemanden auf die Nerven. Wir sollten hier vielleicht noch so einen Fußweg rüberbauen mit Busanbindung. Den Transportturm. Ey, was die alles von mir wollen. Was ist denn jetzt der Transportturm? Ist das der? Nee, Zentrum für internationalen Handel. Luxushotel? Nee, ist das was anderes? Ist der hier? Turm der hohen Zinsen? Was ist das? Fliegerclub. Wo ist denn der Transportturm? Ah, da ist die Steuerbehörde. Wöchentliche Bildungsausgaben sind zu niedrig. Ich bin entsetzt. Gerichtsgebäude. Kriminalitätsrate über 50%. Please don't. Transportturm. Unterhaltung 50. Machen wir das hier einfach. Können wir es hier irgendwo hinsetzen? Nee, ist zu groß, ne? Vielleicht hier so. Da stört es keinen. Hat aber noch ein paar positive Auswirkungen auf die. So, kann ich jetzt endlich 1,5 Millionen Euro. Und dann können wir hier irgendwo, wo wir wollen, zum Beispiel am Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, ob der Hauptbahnhof... Ja, eigentlich ist der Hauptbahnhof eine ganz gute Anlaufstelle dafür. Da würde ich sogar das Hotel versetzen und das Parkhaus. Und dann könnten wir hier einen Weltraumlift bauen. Andererseits bietet sich ein Weltraumlift natürlich auch hervorragend an einem Flughafen an. Wahrscheinlich sogar noch besser. Ja, da würde ich auf jeden Fall die Gewerbegebäude hier opfern. Und dann ballern wir das Ding hier hin. Ja, doch, am Flughafen sehe ich das. Wie geht's denn dem Flughafen? 83.000 Passagiere. Chillig. Hier ist immer gut was los. Tja. Leute reisen aus nah und fern in die Stadt, um sich den Weltraumlift anzusehen. Dies bedeutet einen riesigen Zustrom an Touristen, die während ihres Besuchs auch gerne Geld ausgeben. Ich hoffe halt, dass das cool ist, den am Flughafen zu bauen, dass sie dann nicht dahin fliegen, sich den anschauen, vielleicht einmal im Weltraum fliegen oder fahren, zurück und sich dann wieder verpieseln. Aber ich sehe den halt mehr am Flughafen. Kostet 16.000 die Woche. Okay, Monumente sind teuer. Wer hätte es gedacht? So, es werden weiterhin Wohngebiete gesucht. Na dann. Was ist denn das hier? Was soll denn das hier? Oh, das ist doch too much lanes. Zwei in jede Richtung. Oh, das da war's, ne? Ja.
Ja, der äußere Ring ist ja auch größer. Jetzt habe ich da jetzt auch noch keinen großen Mangel sehe. Recyclingzentrum ist gut ausgelastet. Aber noch sieht alles ganz gut aus hier in der Stadt. Minus. Ja, vielleicht ist es bald an der Zeit, hier. Was nehmen wir denn dafür? Vierspurige Straße mit Oberleitungsbus, Drähten und Fahrradspuren. Vierspurige Straße mit Fahrradwegen und Straßenbahngleisen. Fahrradwege oder Bäume? Dann würde ich tatsächlich eher die Fahrradwege nehmen. Und sagen hier. Dreißig, neunzig Grad. Und rein theoretisch müsste das jetzt genau aufgehen. Ja. So, und das hier wird quasi das Industriegebiet 2.0. Nur, dass die Industrie hier Silicon Valley, dass die Industrie hier, nee, warte, Bürogebiete, IT-Cluster. Boom. Richtig dick wird. Achso, hier ist die Straßenbahn natürlich nicht so optimal. Da würde ich dann eher was ohne Straßenbahn nehmen, das hier. Genau. Radweg, Straße und da. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir das aufziehen. Aber ich hoffe, dass es eine Menge Kohle einbringt, hier einen fetten IT-Cluster hinzubauen. Und damit sind wir für diese Folge auch schon wieder durch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und tschüss.